Hallo und welcome back zu Annas Glückstipp der Woche. Und in dieser Rubrik, was ist Glück, sage ich, es macht uns selbst glücklich, wenn wir andere glücklich machen. Hallo, mein Name ist Anna Glück. Ich bin nicht nur Glückscoach, sondern auch Business-Mentorin für locker leichte Sichtbarkeit. Und in dieser Folge geht es darum, warum es uns eigentlich auch so sehr glücklich macht, wenn wir andere glücklich machen. Also, wir sind ja helfende Wesen. Wir möchten gerne füreinander da sein. Und ganz ehrlich, wir funktionieren auch nur miteinander. Klar haben wir manchmal Tage, wo wir am liebsten von allem weg sind. Aber in meinen Augen können wir auch nur erfolgreich sein, wenn wir mit anderen Menschen uns auch verbinden, zusammenarbeiten oder uns austauschen. Wir Menschen, wir brauchen also den Austausch. Und genau dieser Austausch, der macht uns glücklich. Und es gibt noch verschiedene kleine Möglichkeiten, wie wir andere glücklich machen können. Denn in ganz vielen Fällen geht es dabei gar nicht um uns. Das können zum Beispiel kleine Gesten sein, einfach eine Tafel Schokolade oder eine liebevolle Karte im Briefkasten. Oder einfach, mein Vermieter rief mich gerade eben an und hat gesagt, du Anna, wir haben noch eine halbe Melone übrig, für uns ist es einfach zu viel, magst du das für dich und deine Tochter haben? Wunderbar. Es sind wirklich oft die kleinen Gesten, die das Leben einfach lebenswerter machen. Es kann aber auch sein, dass wir geduldiger sind, mit uns selbst vor allen Dingen, nicht ganz so hart ins Gericht gehen, sondern einfach liebevoller und geduldiger mit uns sind. Dass manche Wachstumsprozesse einfach ein kleines bisschen brauchen, bis sie sich entwickeln. Vielleicht möchtest du aber auch geduldiger sein mit deinen Mitmenschen, weil um die geht es ja. Aber in erster Linie auch, wenn wir glücklich und geduldiger mit uns sind, fällt es uns ja viel leichter, diese Offenheit auch zu haben, um zum Beispiel geduldiger mit unserem Partner oder mit unserem Kind umzugehen. Eine weitere Möglichkeit, andere glücklich zu machen, ist natürlich helfen. Und gerade kleine Kinder haben das noch so in sich, die wollen gerne helfen. Manchmal sind sie dann nicht die riesengroße Hilfe und da hilft wieder der Tipp davor, nämlich geduldig zu sein. Aber sie möchten das, sie möchten so gerne Teil sein. Sie möchten helfen, zum Beispiel die Spülmaschine auszuräumen und. Und wie oft ist es doch so, dass wir gerne anderen Menschen helfen, aber wer von uns nimmt eigentlich gerne Hilfe an? Ich war da früher ganz extrem drin. Ich habe super selten Hilfe angenommen. Ich bin die Anna, ich schaffe das, ich kann das alles alleine und. Mittlerweile merke ich, dass nicht nur ich gerne anderen helfe, sondern dass es andere Menschen gibt in meinem Leben, die mir wahnsinnig gerne helfen möchten. Also nehme ich das doch an. Also einander helfen. Auch das macht andere glücklich. Und schreib gerne in die Kommentare, was dich glücklich macht. Wie machst du andere Menschen glücklich? Sind es vielleicht die kleinen Gesten? Ist es vielleicht das Geduldigsein? Ist es aber auch Hilfe anzubieten? Was sind deine Möglichkeiten, wie du andere Menschen glücklich machst? Ich freue mich auf dich. Bis nächste Woche, deine Anna. Okay, and I do real take one. Manchmal ist es einfach schön, andere Menschen glücklich zu machen. Wir Menschen, wir brauchen einander, wir brauchen den Austausch, wir sind einfach auch so füreinander gemacht. Wir sind nicht dafür gemacht, dass wir Jahre, Jahrzehnte lang einfach für uns alleine sind, sondern dass wir wirklich in diesem Austausch sind. Und was können wir eigentlich tun, damit dieser Austausch glücklich macht? Und zwar nicht nur uns, sondern natürlich auch unser Gegenüber. Und das können verschiedene Möglichkeiten sein. Das kann zum einen sein, dass wir kleine Gesten verschenken. Und das muss nicht immer eine Tafel Schokolade sein. Oder heute rief mein Vermieter an, er hat noch eine halbe Wassermelone, ob ich die haben möchte für meine Tochter und mich. Ich natürlich super gerne. Und manchmal sind es einfach die Sachen, die gar nichts kosten, wie ein Lächeln zum Beispiel. Manchmal ist es aber auch einfach, dass wir geduldiger miteinander sind, dass wir liebevoller miteinander umgehen.
indem wir offen sind. Oder aber auch, indem wir einfach sagen, wir sind einfach nett zueinander. Wir helfen einander. Wir unterstützen einander.